Weiteres Projekt euch vorstellen. Es geht um unseren Flüchtlingsbereich, unseren International-Bereich. Dort haben wir ja schon die ersten Erfahrungen gesammelt. Und wir wollen im nächsten Jahr dafür sorgen, dass wir möglichst viele Projekte haben für Erstkontakte. Dann wollen wir für als zweiten Schritt Next-Step-Angebote machen. Das bedeutet, dass wir Menschen Interessen am Glauben haben, an diesem Jesus haben, dass sie durch Explore zum Beispiel in ihrer Muttersprache diesen Gott besser kennenlernen können. Und als dritten Schritt wollen wir eine Ausbildung anbieten für all die Menschen, die pastoral begabt sind oder Führungsbegabung haben, um sie auszubilden als Pastoren, dass sie an unterschiedlichen Stellen mit Verantwortung übernehmen können. Ich habe heute unseren International Pastor Daniel Tischler dabei. Daniel, meine Frage an dich ist, inwiefern haben wir Dinge erlebt im Bereich Erstkontakt oder was ist für dich so eine beispielhafte Geschichte für die Kraft Gottes, die dort am Wirken ist? Eine ganz konkrete Situation war, als wir wieder mal dort waren jetzt, dass wir dort auf einen Mann gestoßen sind, wo wir gemerkt haben, er ist wirklich krank. Er hatte ein hohes Fieber, man hat es ihm richtig angesehen, es hat ihn geschüttelt. Und einer unserer Mitarbeiter ist dorthin und hatte dieses tiefe Bedürfnis für diesen Mann da zu sein und auch für ihn zu beten. Was sehr spannend wirklich war, war, dass in diesem Moment, wo er diesen Namen Jesus ausspricht, wirklich der Mann anfängt, sich aufzurichten und ein Heilungsprozess eingetreten ist. Man hatte den Krankenwagen ja zuvor gerufen und er kam dann und dann war dieser Rettungswagen da mit dem Erste-Hilfe-Arzt und der Erste-Hilfe-Arzt sagte, warum habt ihr mich eigentlich geholt? Und der Mitarbeiter hatte mit einem Smile gesagt, ja, wir haben für ihn gebetet. Und das hat bei mir einen tiefen Eindruck hinterlassen, dass wir merken, wir gehen dort nicht alleine hin, wir gehen dort wirklich mit Jesus hin und er verändert die Situation. Meine zweite Frage ist zum Thema Next Step und Explore. Inwiefern können wir durch die Reach-Projekte das Ganze jetzt noch weiter nach vorne bringen? Ganz aktuell haben wir gemerkt, Sprache ist ein Schlüssel unserer Kirche. Deswegen wurde durch das Reach letztes Jahr eben ermöglicht, dass wir eine Übersetzungstechnik uns anschaffen, dass wir ganz aktuell Englisch angeboten haben, plus Persisch und wir haben noch andere Sprachen, nämlich Portugiesisch, einmal im Monat Türkisch. Und wir werden uns noch an viele Sprachen heranwagen, weil wir merken, es kommen viele Nationen. Das machen wir eben in diesem Explore, in diesen 11 Wochen, wo wir merken, dort kann man in einer Kleingruppe wirklich Gott erleben. Dort wird man ehrlich und es ist genial, dass wir jetzt aktuell Leute haben, die eben die nächsten Wochen, Monate Persisch in verschiedenen Sprachen, Englisch, dort das Explore-Programm mit den Leuten machen werden, um Gott wirklich neu zu entdecken. Also durch das Reach-Projekt kann ich unterstützen, dass das in den Locations noch stärker wird und auch natürlich, dass die Sprachen sich multiplizieren. Jetzt Thema Ausbildung. Ich habe gesagt, dass eigentlich immer Leute mit pastoraler Begabung dabei sind. Was ist da die Idee, ein Beispiel vielleicht einer konkreten Person? Ganz aktuell haben wir ein Paar, das aus Afghanistan kommt, das eine riesen Leidenschaft für diesen Jesus hat. Durch eine unglaubliche Lebensgeschichte hindurch haben sie diesen Gott erlebt. Und sie haben eine pastorale, eine Leiterschaftsfähigkeit, die wir entdeckt haben, wo wir sagen wollen, wow, dort möchten wir uns rein investieren. Dort möchten wir durch diese Inhalte Explore, durch unsere Seminare, aber eben auch durch ganz persönliches Coaching, die Leute wirklich freisetzen, damit sie ihre Aufgabe tun können. Und in diese Leute möchten wir uns investieren, weil sie haben ein Riesenpotenzial. Und sie werden auch nicht nur unsere Kirche letztlich dienen und dort Gott erleben und für andere da sein, sondern einige werden vielleicht mit einer großen Leidenschaft zurück in ihre Länder, um dort diesem Gott zu dienen. Und das ist gewaltig. Also können Kirchengründungen in der ganzen Welt dabei rauskommen und es liegt an uns, inwiefern wir uns dafür vorbereiten. Zum Beispiel ist in diesem Reach-Projekt eine 50%-Stelle drin, weil Menschen ins Land kommen, haben viel Zeit. An uns liegt es auch, Zeit zu haben, sie pastoral zum Beispiel fit zu machen. Ich bedanke mich bei dir und deinem Team für alles, was ihr da gebt. Ich bedanke mich bei dir, dass du dich mit einklingst. Du hast in allen Locations die Möglichkeit, jetzt den Flyer nochmal anzuschauen oder online als Podcast-Zuschauer zu schauen, was es für Projekte gibt und zu überlegen, inwiefern du mit deinen finanziellen Möglichkeiten dich einklinken möchtest oder du betest mit uns mit, egal ob du aus Deutschland zugeschaltet bist oder in unseren Locations bist oder du überlegst dir, ob du aktiv dabei bist. Ich glaube, dass wie jedes Jahr Gewaltiges möglich ist durch die Großzügigkeit und die Leidenschaft von vielen Menschen, die zusammen sich eins machen für diese Projekte. Vielen Dank dafür und du kannst dich weiter informieren online oder auch in deinem Location.